Ja, Leute, Heidi. Wie schon im letzten Video habe ich eigentlich über den Kratzbaum der Katze meiner Tochter berichtet. Und auch die geschaut, ob ich die Ersatzteile bekomme. Und nachdem ich dann gesehen habe, dass die Füße eigentlich teurer sind als ein neuer Kratzbaum oder gleich teuer, habe ich mich entschlossen, aus Holz diese vier Steher oder Füße selber zu machen. Die Steher sind fertig. Was jetzt nur mehr fehlt, ist die Befestigung. Und genau deswegen fahren wir jetzt in den Baumarkt. Und holen uns da dort diese Schrauben. Einseitig werden Schrauben benötigt, die einmal ins Holz geschraubt werden können und dann bei feinem Gewinde in ein Metall. Das heißt, auf einer Seite ist eigentlich eine Mutter angebracht und auf der anderen Seite werden sie eben direkt in den Holzstier hineingeschraubt. Solche Schrauben muss ich erst kaufen, vier Stück. Wie macht man die Holzstier? Prinzipiell braucht man eigentlich nur irgendwelche stärkeren Äste in circa der Stärke, die halt zu diesen Stieren passen. Die Stier sind bei mir 40 cm lang und 9 cm im Durchmesser. Meine Äste sind auch auf 40 cm abgeschnitten. Und haben einen Durchschnitt von ca. 8 bis 12 cm. Entweder eine Bohrmaschine nimmt und da vorne eine Drahtbürste für die Bohrmaschine einspannt, oder man geht her und nimmt einen Winkelschleifer und spannt im Winkelschleifer dann die Drahtbürste ein. Ich persönlich bevorzuge einen Winkelschleifer. Warum? Weil er handlicher ist und man ihn mit einer Hand gut halten kann und die Drehgeschwindigkeit der Drahtbürste dementsprechend höher ist gegenüber einer Bohrmaschine. Wenn man das hat, geht man einfach her und entrindet einmal dieses Holzstück, diesen Ast. Nachdem man es entrindet hat, ist das Holz ja nicht unbedingt das Schönste. Es bleiben meistens auch noch irgendwelche Reste über und dann wird eben der Winkelschleifer oder eben die Bohrmaschine mit dieser Drahtbürste genommen. Der Rest wird sozusagen heruntergeschliffen. Nachdem das heruntergeschliffen ist, geht man her und drückt
merke dann einfach beim drüber Schleifen ganz wenig auf. Dadurch wird eine Art Poliereffekt erzielt. Und das Holz bekommt dann eine relativ glatte und auch leicht härtere Oberfläche. Das hat den Vorteil, dass das Holz sehr lange hält und keine Holzspäne oder Fasern sich herausziehen lassen, falls sich die Katze festkrallt, weil die Oberfläche dann doch etwas stabiler ist. Normalerweise sind die Steher dann mit Feingewinde reingeschraubt. Diese Feingewinde sind so, dass in dem Karton ist eine eingepresste Mutter drinnen und in diese wird dann eben ein normal 8 mm Feingewindeschrauben hineingeschraubt und damit hält das. Können wir diese Schraube eher schlecht hineinschlagen. Darum wird auf der einen Seite einfach eine Holzschraube verwendet, weil es einfacher ist. Es wäre zwar möglich, diese Mutter zu entfernen aus dem Karton und dann ins Holz reinzuschlagen, aber es muss natürlich auch im Hintergrund eine Hohlbohrung geben, damit die Schraube auch Platz hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass eigentlich ein Gewinde heraussteht, also eine Gewindestange steht heraus. Und mit dieser herausstehenden Gewindestange wird es dann sozusagen in die nächste Ebene hineingeschraubt. Und genau deswegen brauche ich eben diese Schrauben, die auf einer Seite ein grobes Gewinde haben und auf der anderen Seite ein feines, damit sie eben in diese gepresste Mutter reingehen. Die besorgen wir jetzt und können dann die Steher auswechseln. Wir haben noch schöne Herbsttage zurzeit mit angenehmen 10 bis 14 Grad. Sind auch noch viele Biker unterwegs. Ein Wintern zahlt sich momentan überhaupt nicht aus. Wetterbericht, bleiben die Tage schön und angenehm. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich noch das ganze Monat über angenehmes Wetter zum Biken verfreuen. Und dann gibt es ein paar kurze Videos über ein Wintern von Motorrädern.
beide haben die Bikes schon abgestellt und sind auf ihre Bürgerkäfige umgestiegen. Für alle, die Bürgerkäfige nicht kennen, so wird in Österreich bei den Motorradfahrern das Auto genannt. Dazu. Und die Brücke ist ideal. Ab einem gewissen Tempo macht so richtig Spaß. Und mit dem zweiten Gang mit Vollgas drüber zu kommen, hebt dann das Vorderrad ganz leicht ab. In den Baumarkt und schauen, ob wir die Schrauben bekommen.